Ey Freunde, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Openings zu den Serie 1 Boostern, zu den englischen. Ihr seht hier, wir haben eine 5:5 Chance für einen Forstmeister, was wirklich schon sehr, sehr krass ist eigentlich. Wir haben im letzten Teil diesen Booster geöffnet, hatten leider hier die Aura Swing, die nichts wert ist. Und hier seht ihr schon den Yoda, den wir natürlich im aller optimalsten Fall ziehen möchten. Ich hoffe einfach, hier ist ein Forstmeister drin. Das wäre einfach mal für die Experience geil. Denn ich habe bis jetzt so ungefähr 5-6 Booster geöffnet von den Serie 1 Boostern und habe nur in Anführungszeichen Müll gezogen, keine wirklich gute Karte. Und deshalb wird es jetzt Zeit für den ersten Forstmeister. Und ich sage jetzt auch schon, es wird, sind wir mal realistisch, es wird höchstwahrscheinlich keiner. Aber selbst wenn, ist es mir die Experience einfach wert, weil natürlich erinnere ich mich noch, wie man damals die Teile einfach aufgerissen hat. Und jetzt hier ist es wirklich was Besonderes, sowas zu öffnen. Und ich lasse mir auch extra viel Zeit und labere auch immer viel. Ich weiß, es nervt manche von euch. Aber ja, dann macht die Geschwindigkeit höher oder spult vor oder haltet einfach eure Fresse. So, öffnen wir den Booster. Wieder schön ordentlich. Und hoffen, es wird irgendwas Geiles gezogen. Komm, es muss dieses Mal was dabei sein. Okay, haben wir eine umgedrehte Karte? Nein, okay, das ist schon mal leider kein gutes Zeichen. Oh, wenn das ein Basepack wäre, dann wäre das so kacke. Egal, wir schauen trotzdem rein. Wir haben Kronos 327. Das ist ein sehr interessanter Name tatsächlich. General Grievous haben wir hier. Boah, ich habe echt schon die Befürchtung, es wird ein Basepack. Dann würden wir auf jeden Fall an die Universe-Reihe anknüpfen, dann wäre das nicht so geil. Wir haben R2-D2. Wir haben den nächsten Druiden, nämlich Helios 3D. Also das ist ein wirklich interessanter Name. Und unsere letzte Karte. Es ist ein Sith. Es kann alles sein. Ja? Ich würde sagen, ihr seid die Ersten, die das Ganze sehen. Ich werde es umdrehen bei 3. 1, 2, 3. Ich sehe noch nichts. Ist es ein Basepack? Ich öffne die Augen. Oh Gott. Oh nein, aua! Oh nein! Oh, es tut so weh. Oh Gott. Aura Singing Star. Und Ventress. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? So ist es halt. Ich habe bei Serie 1 kein Glück. Im Endeffekt haben wir jetzt mit den zwei Videos hier 20 Euro verbrannt. Ich hoffe natürlich, ihr hattet trotzdem Spaß, auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich erwartet habe. Was ihr alle natürlich auch, ich hoffe, ihr hättet mir gegönnt. Vielleicht wird in Zukunft, werde ich noch einen öffnen, ich habe ein paar mehr noch geholt. Wobei, das war jetzt eigentlich schon, das hat schon sehr weh getan, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem hoffe ich, wie gesagt, zum 10. Mal jetzt, hat euch Spaß gemacht. Ich werde jetzt natürlich schauen, wie ich aus dem Bruch wieder rauskomme, wie ich mich wieder aufmuntern kann. Und hoffe ansonsten natürlich, ihr lasst auch ein Abo da. Wie immer, möge die Macht mit euch sein. Ciao.